Hallo meine Lieben, ich habe 200 Abonnenten erreicht, das ist unglaublich. Und das Abonnenten-Special habe ich mir gedacht, muss ich was ganz Großes machen. Ich fliege nach Malta. Juhu. So, und ich grüße jetzt den lieben Ömer. Du bist mein größter Fan, ich weiß ganz genau, nein, also abgesehen von meiner lieben Großmutter, die ist mein größter Fan. Danke, Grüße gehen auch an dich raus und wir sehen uns wieder in Malta. Und ich bin in Malta angekommen und es freut mich sehr. Und wir werden mal schauen, was wir heute noch alles so von der Stadt sehen, was ich euch alles zeigen kann. Ich habe natürlich vor, euch viel zu zeigen. Das ist sehr interessant, wie es hier aussieht, landschaftlich natürlich alles sehr spannend. Sehr viele tolle Menschen, muss ich sagen. Also es kommt schon durch die Stimmung auf, muss ich sagen. Ich habe einen kurzen Rundflug über Sizilien gehabt. Also das wird super. So. Das war's mit dem ersten Tag von Malta. Ich konnte nicht so viel zeigen. Ihr seht hier eine wunderschöne Aussicht. Es ist natürlich alles sehr ein bisschen milde und alles. Also wir haben nur 4 Seen oder sowas. Aber ich hoffe, euch hat das Video gefallen und lasst gerne ein Like da und ihr werdet auf jeden Fall noch mehr von Malta sehen. Wir sind jetzt hier in Swiki, dem Herzen von Malta, abgesehen von Valletta, und streiten ein bisschen durch die Straßen, um eben hier meinem osmanischen Bruder ein neues Video zu bereiten. Aber das Video, das kommt erst die nächsten Tage. Also wir sehen hier in Malta, ist natürlich eine sehr britische Architektur auch, die man an den Tag legt, was natürlich von der britischen Kolonialzeit noch stammt. Und da muss ich auch sagen, dass ich als Tristan, der schöne Lord, natürlich darauf auch sehr stolz bin, hier auch ein bisschen wieder meine Architektur, die ich gewöhnt bin, bewundern zu dürfen. Die österreichische Botschaft, glaube ich mal, oder? Ja, das österreichische Konsulat, ich denke mal, das wird auch schon die Botschaft sein, oder? Doch, der Palast des Großmeisters steht doch da vorne. Und das war irgendwas von den Briten, das sie da hingebaut haben. Und das ist ein Denkmal an die erste Revolution, oder erster Aufstand, den die Malteser gegen die Briten hatten. Ein Gebäude ist, aber ich finde es bemerkenswert, dass sich das hier jetzt vorgekommen haben, dass hier jetzt vorkommt. Das war jetzt kein Deutsch, aber ihr seht das. Das hier ist auch ein Gebäude, da hinten auch. Ich glaube, da komme ich jetzt auf einen tollen Platz, weil da sind ganz viele Flaggen. Und genau, da sind jetzt so grüne Bäume auf zwei Seiten. Restaurants in der Mitte. Ich glaube, da ist jetzt irgendwas Tolles oder so. Oder vielleicht ist das der Palast vom Großmeister. Ja, ich schätze mal, was ist das größte Gebäude in Malta? Das sieht größer aus. Nein, das ist die Bibliothek. Bibliotheca, okay, ja, sieht auf jeden Fall sehr krank aus. Eine Vatikanflagge. Die wichtigste Kirche, die die Ritter des Malteserordens hier hatten. Hier ist eine Kanone. Da haben wir rot-gelbe Fahne. Eine Semi-Aussicht. Naja, ist eh ganz okay. Da hinten sind Palmen. Ich glaube, da spielen sie gerade irgend so einen britischen Marsch. Also wenn man mich jetzt fragen würde, was ich jetzt davon halte, ich muss... Warte, was ist denn? Ich will Erklärungen geben und so. Ja, da ist so... Waffenhafen? Ich habe eh schon erklärt alles. Ja, okay, ist jetzt eh schon die ganze Störung weg. Da hinten, ja. Gut, okay. Es ist auf jeden Fall ganz nett hier, kann man machen. Ja, ich gebe jetzt meine Empfehlung dafür erst aus, wenn ich die maltesische Woche abgeschlossen habe. Hier liegen sogar ein paar Kanonenkugeln und Kanonen. Hier haben wir einen Teil und eine Taube. Hier sind auch noch Tauben. Schöne Aussicht. Ach so, hoppala. Da ist der Palast des ehemaligen Großmeisters, da steht auch so ein Wache drin. So ein britischer Kolonialwache. Commonwealth ist ja immer noch, aber ja. Jedem seins. Das ist die Kirche, die in Malta erbaut wurde. Da haben wir ein Haus neben dem Parlament. Hier haben wir die ehemalige Oper oder das ehemalige Theater, das ist jetzt Freiluft. Finde ich alles sehr toll, finde ich alles sehr gut. Und ja, Entschuldigung, das ist alles jetzt ein bisschen schwierig. Ich versuche natürlich einfach nur alles zusammenzuwerfen. Ihr müsst meine Videos schauen. Ich unterhalte euch jetzt nicht. Ihr müsst jetzt einfach gucken. Ihr müsst jetzt einfach so genießen, wie ich es mache. Ist mir jetzt egal. Hier kriegt ihr noch Sicht auf das Parlament von Malta.
Da ist der Tristan, der schöne Lord, natürlich auch sehr stolz drauf, hier da sein zu können, als ein alter Politiker. Und ja, sehr schön hier. Herzlich willkommen in Valletta, der schönen Stadt, die ich gerade eben besuche. Und wir sehen uns dann in der nächsten Szene, denn ich muss irgendwo hin. Abonnieren, liken.